Es gibt vier Parameter, da kann man unterschiedlicher Meinung sein, wie wichtig sie sind fürs Glück. Und die möchte ich mal eine Art von Glückstüff unterziehen. Das ist Aussehen, Bildung, Freiheit und Religion. Aussehen. Also wenn wir in einen Zeitschriftenstand gehen, da lächeln uns ja lauter wahnsinnig attraktive Menschen an. Und wir glauben, das sei nun das Glück. Vergessen vollkommen, dass es alles Anfang 20-Jährige sind, Models, langwierig ausgesucht, mit viel Make-up und Licht, und die schauen in Wirklichkeit schon mal gar nicht so aus, wie sie uns anlächeln auf den Zeitschriften. Aber das mal beiseite gelegt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo tolles Aussehen irgendwie sehr wichtig ist. Ob es wichtig fürs Glück ist, wage ich zu bezweifeln. In jedem Fall gibt es sehr, sehr viele Menschen, die sehr attraktiv sind äußerlich, aber die zutiefst unglücklich sind, die eine große Leere in sich spüren, die Drogen nehmen, die irgendwie ein Leben führen, wo sozusagen so das innere Leuchten fehlt. Und das mag damit zusammenhängen, dass wenn man sehr, sehr attraktiv ist und sofort bei jedem das Herz öffnet, durch das Anlachen nur, dass man dann auch furchtbar viel bekommt, ohne überhaupt für arbeiten zu müssen. Und ich glaube, dass sich Glück erarbeiten müssen, sich sein eigenes Leben erarbeiten müssen, dass das wahnsinnig wichtig ist. Und das ist den normalen Zeitgenossen vielleicht mehr gegönnt. Und dadurch entsteht inneres Leuchten, dadurch entsteht innere Schönheit. Und die ist im Zweifelsfall viel wichtiger als die äußere.